Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Ihr seht es an der Mütze. Es ist wieder ein schlechter Titel dran. Und diesmal habe ich mir ein Game Boy Color Spiel rausgesucht. Wie immer für euch, wenn ihr irgendein schlechtes Spiel habt, aus irgendwelchem Grund, ob es wirklich schlecht programmiert ist, dass die Steuerung vollkommen vermurkst ist oder einfach viel zu schwer ist, um damit auch nur ansatzweise Spaß zu haben oder wenn man es einfach nicht versteht. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum ein Spiel schlecht ist und daher auch für diese Serie qualifiziert ist, aber bitte bleibt bei 8- und 16-Bit-Spielen. Wenn ihr so ein Spiel wisst, einfach in die Kommentare rein. Ich bin immer für Tipps dankbar, sage ich mal. Ja, ich freue mich, was da kommt. Und heute habe ich mir Extreme Ghostbusters rausgesucht. Auch da habe ich wieder bei meiner Stammseite Game FAQ mal bei den Game Boy Color Spielen geguckt, was für Spiele da nicht ganz so gut sind. Und ich dachte mir, Ghostbusters? Also ich war früher als Kind ein riesen Ghostbusters-Fan irgendwie. Ich fand ja immer Egan mit der Tolle, dieser Wissenschaftler, den finde ich immer am besten. Und als ich das Cover gesehen habe, ihr seht es ja ein bisschen selbst, ist natürlich ein bisschen grob pixelig gemacht. Aber Extreme Ghostbusters scheint irgendwie etwas anders zu sein. Zumindest sind die Charaktere vom Design her doch sehr, sehr anders, ne? Obwohl sie irgendwie vertraut sind, sind sie irgendwie anders. Ich schätze mal, vielleicht war das irgendein Reboot der Serie, was mir entgangen ist. Keine Ahnung auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, schauen wir mal rein. Wie immer, jetzt mittlerweile benutze ich dieses Modul zum kabellosen Steuern des ROMs, das ich in Gameboy benutzen kann. Damit hat man einfach ein viel, viel besseres Feeling. Wenn ihr das Video verpasst habt, wie ich das gemacht habe, haue ich es euch unten in die Beschreibung, nicht Kommentare, rein. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ist ganz einfach zu machen. Ihr müsst nur ein bisschen was kaufen. Ist aber auch nicht teuer. Also schauen wir gleich mal rein. Ein Neuspiel. Holt sich bei der deutschen Übersetzung echt Mühe gemacht. Das sieht mir irgendwie komisch aus, ne? Weil irgendwie würde man ja denken, dass man ja links das auswählt irgendwie. Aber ich sehe keinen Cursor, oder? Also da oben und unten schalte ich zwar durch die Sachen durch, aber warum hat man da so ein... Okay, ich will mich jetzt nicht an Kleinigkeiten hier anfangen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Neuspiel. Ein Repetierphantom belästigt die Kunden eines Lokals beim Abendessen. Macht Sinn. Wir glauben, dass sich auf das Dach des Lokals zurückgezogen hat. Ist auch so super geschrieben. Ne? Ich glaube, das wurde nicht sehr, sehr liebevoll übersetzt. Okay. Ah, okay. Also wenn ich die Taste gedrückt halte, dann habe ich hier den Strahl. Und B springen. Aber wer soll das von den Ghostbusters sein? Also es muss irgendwie Reboot sein. Ja. Ich kann natürlich nicht nach oben oder irgendwie schräg schießen. Ah, das Springen. Das seht ihr wahrscheinlich schon, ne? Durch diese Animation, dass er zuerst in die Hocke geht und dann hoch, ist das einfach nur sehr hakelig. Aber ich muss ja irgendwie hoch. Kann ich hier... Genau. Boah, spring mal mehr als 3 cm, Junge. So eine Leiter. Kletter da hoch. Hallo. Ist ja auch so oft, ne? Ja, wie soll ich denn diese Scheiß hier erwischen? Ah, wenn ich den Strahl halte, dann kann ich den im Kreis. Auch sehr umständlich, muss ich sagen. Also man würde ja davon ausgehen, dass man einfach ja Steuerkreuz drückt und in die Angriffstaste, wie, keine Ahnung, in Probotector oder irgendwie sowas, dann schießt man auch in die Richtung, aber nein. Der Strahl muss erst, dann kann man ihn erst bewegen. Auch übrigens diese Geisterfledermäuse als Gegner, ne? Super. Es fühlt sich sehr schwammig an, muss ich sagen. Gucken wir. Also,
Von Springen bin ich kein Fan. Und man sieht nicht wirklich, was hier eine Plattform sein soll und was nicht. Okay. Also ich denke mal, ich muss irgendwie hochklettern. Klar. Ja, nun... Oh, nun spring da doch hoch. Man kann sich immerhin irgendwo hochziehen. Immerhin. Das habe ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Die Musik ist auch so toll, ne? Na, dann kannst du doch hoch. Das Beste ist, wenn man jetzt so nach oben drückt, dann steht er nur so, ne? Guckt böse. Ich hab doch gesprungen. Boah, ist das Schießen hakelig. Komm hier. Sind die... Also super spannende Kämpfe, muss man sagen. Ich glaube, ich habe schon ordentlich Leben verloren, oder? Ja, komm. Vor allem, also auf der Leiter kann man natürlich nicht schießen, weil... Sonst würde es ja Spaß machen. Okay, springen wir hier rüber. Haben wir geschafft. Wie langsam der geht. Ich dachte, die Ghostbusters sind eher sportlich. Spannend. Ja, wo muss ich denn hin? Er hat sich auf Dach zurückgezogen. Und ich habe jetzt alle Dächer des Levels abgegangen. Leute. Oh. Also hätten sie beim Springen gerne ein paar Animationen weniger machen können. Aber dafür das Springen... Ah! Spring da! Meine Fresse. Ich habe immer nach links gedrückt und gesprungen. Ah! Also Springen macht hier keinen Spaß, wenn ihr das vielleicht bemerkt habt. Jetzt so langsam. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Oder ist das Gebäude links? Kann ich eigentlich auch die anderen auswählen irgendwie? Gesamtquit. Dass ich hier einen falschen Knopf drücke. Und das Beste ist, diesen Strahl... Was mein... Ach, ich kann nicht mehr schießen, ist alle. Also das Beste ist, dass man diesen Strahl nur nach links und rechts halt in den Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn bewegen kann und nicht halt, wie man es intuitiv machen würde, nach oben oder unten. Boah. Da kann ich hoch. Vielleicht muss ich da hin, aber ich habe jetzt ja keine Strahlenergie mehr. Habe ich jetzt wieder? Ja. Ja, wo muss ich denn hin? Und vor allem, man benutzt ja auch unnötig viel Strahlenergie, weil man ja irgendwo erstartet und dann im Kreis dann irgendwie... Ach, komm. Na, komm her. Mission? Okay. Ich hab das geschafft. Okay, ich hab dem Spiel ein bisschen was Komplexeres zugetraut, ehrlich gesagt. Aber anscheinend muss man nur alle Geister erledigen. Ich dachte, gibt es ja noch weniger Mühe als... Ach, auf der Treppe kann man auch nicht schießen. Ja, warum denn auch? Weil die Füße ja so ein bisschen außen, einer oben und einer unten ist. Da kann man ja nicht schießen. Der hat doch die Hände frei.
Komm her. Ach, dieser blöde Strahl. Mann! Ey, das Kämpfen, das ist so sperrig. Wieso kann ich nicht einfach nach oben drücken oder so nach schräg oben wie bei Probotector und er schießt nach schräg oben? Nein, wir müssen erst hier so starten und dann muss man ja links und rechts drücken. Mann! Nun geh doch! Wieso bleibt er denn da nicht drauf? Wieso kann man eigentlich drauf laufen? Nein, man muss hier von Fach zu Fach springen, aber weil das so scheiß fummelig ist. Berühmten Game Gespenster Fledermäuse. Bekannt aus Film und Fernsehen. Ich meine, ist die Musik etwas besser. Das war's? Weil irgendwie sieht er überhaupt nicht wie ein Ghostbuster aus. Also ich meine, es ist nicht schwer, es ist nur blöd. Wie man sieht, ne? Ach, ist ja was? Ist das berühmte Gespensterbuch oder was? Also... Boah, nee, ey. Komm. Ich mag nicht mehr. Steuerung ist beschissen, Sprungverhalten ist kacke, Spielprinzip ist idiotisch, aber wie ist es nicht unnötig schwer? Kauft euch das Spiel nicht. Bitte. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt und wann ihr das guckt, aber ne. Macht's gut. Tschüss.